Wir sind hier an der Hohenwil Gewerbeschule in Singen und führen heute eine Veranstaltung durch für junge Fahrer mit dem Aktionsthema No Game. Ja, und wir hoffen, dass wir mit diesem Thema sehr viele junge Fahrer erreichen und ein Bewusstsein in sicherem Straßenverkehr hervorrufen. Ich bin froh, dass wir so tolle Partner haben wie die Polizei, die Verkehrswacht, die diesen Aktionstag zum Thema No Game mit uns gestalten. Wir haben Kaiserwetter und wir werden heute eine vorbildliche Prävention leisten. Darüber freue ich mich. Herzlichen Dank und allen viel Spaß heute beim Verkehrssicherheitstag. Und der Verkehrssicherheitstag heute in Singen ist ein Pflichttermin für die Verkehrspolizei. Es ist eine Aktion im Sinne der Verkehrssicherheit und die Zielgruppe der jungen Fahrer ist eine ganz wichtige, dass wir sie aufklären, informieren, dass möglichst wenig auf der Straße passiert. Wir sehen immer wieder in unserem Alltag, in unserem Berufsalltag, wie junge Personen verunfallen, auch unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass so eine Veranstaltung stattfindet. Also wir machen den heutigen Verkehrssicherheitstag für junge Fahrer, 18 bis 24 Jahre alt, um sie einfach zu informieren, zu sensibilisieren, was sie alles falsch machen können als Fahranfänger und geben ihnen auch Tipps, wie sie schneller Fahrroutine und Fahrerfahrung erhalten. Und deswegen haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Aktionsfläche mit Simulatoren richtig darzustellen und auszubauen, damit sie sich auch mal ausprobieren können und sehen können, wo die physikalischen Grenzen liegen. Ich finde super, wie man hier einfach alles ausprobieren kann mit den Fahrsimulatoren. Hier fürs Motorrad, drüben fürs Auto, auch unter Alkoholeinfluss. Da bekommt man so erste Eindrücke, wie das Ganze aussehen kann. Ja, hallo, ich bin vom Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz und wir unterstützen überall dort, wo es gegen Kriminalität und für sicheren Verkehr geht, also Präventionsmaßnahmen. Wir sind ein Förderverein, das heißt, bei uns kann man Geld holen, wir sammeln Geld und wir geben wieder Geld aus, immer für diesen guten Zweck. Und jeder kann bei uns Mitglied werden. Wir haben institutionelle Mitglieder, also Städte und Gemeinden oder Sparkassen und Banken. Und wir haben aber auch persönliche Mitglieder. Jeder kann bei uns mitmachen und jeder kann werben für einen sicheren Verkehr und für einen sicheren Landkreis Konstanz. Die Verkehrssicherheitstage in Singen sind wahnsinnig wichtig und einzigartig für Singen natürlich. Wir hatten die vergangenen Jahre immer wieder Probleme, gerade mit der Tuning-Szene, was das natürlich mit sich bringt. Das ist Ruhestörungen und auch die sogenannten Ampelrennen und so weiter. Und das beunruhigt die Bevölkerung natürlich und natürlich auch die Unfallzahlen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass so eine Veranstaltung mit so einem massiven Aufgebot, mit so einem Hintergrund, mit so einem Fachwissen hier in Singen stattfindet. Das ist für uns natürlich toll hier in Singen. Ganz toll in der Hohenwil-Stadt.
Also ich fand es besonders überraschend, dass der Knall so laut war und das hat mich ziemlich erschrocken. Auch was jetzt vielleicht 10 km/h mehr ausmachen können, wo man immer denkt, das ist jetzt 10 km/h, kann man ja mal ein bisschen schneller fahren. Das nehme ich, glaube ich, für mich mit. Ja. Ja, ich nehme für mich mit, es war echt wahnsinnig spannend, also es war tatsächlich beeindruckend. Ich habe es extra von meinen Schülern jetzt aufnehmen lassen, weil es doch erstaunlich ist, wie lang auch so ein Bremsweg sein kann, weil das wird immer oft unterschätzt. Das ist für mich definitiv eine Sache, das analysieren wir dann nochmal. Und dann sieht man nämlich auch, dass es doch gefährlich ist, einfach mal schneller zu fahren, als erlaubt ist. Ja, wir konnten ja gerade erleben bei der Demonstration eines Unfallsfahrzeugs mit Fußgänger, wie schnell Tempo 43 sein kann und welche Verletzungen dabei entstehen können. Von dem her ist, glaube ich, die Initiative der Stadt Singen, insbesondere in der Nachtzeit an den Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr einzuführen, zum einen mal gut für das Thema Lärmschutz, aber natürlich auch zum Thema Verkehrsschutz und damit für die Verkehrsteilnehmer durchaus sinnvoll, auch Thema Tempo 30 in der Stadt einzuhalten.